in San Francisco angekommen. Verkehr ist die Hölle. Da. Da ist die Golden Gate Bridge. Aus der besten Perspektive haben wir sie noch nicht gefunden, weil Verkehr ist die Hölle, Parken ist die Hölle. Jetzt müssen wir erstmal einen schönen Platz fürs typische Touri-Foto. Genau, fürs typische Touri-Foto suchen. Und vor allen Dingen aber auch fürs Wohnmobil da erstmal das abstellen können, weil damit durch die Stadt fahren ist hier Horror. Tada, gefunden! War doch gar nicht so schwer. Genau, also ich glaube, der Winkel reicht uns, um die Brücke zu sehen. Es gibt hier noch so ein paar Orte, die man quasi empfohlen bekommt für den besten Blick auf die Golden Gate Bridge. Das wäre auf der anderen Seite, dann müssten wir jetzt darüber pushen. Und dann wieder zurück. Und dann wieder zurück. Und ich glaube, wir müssen hier noch hoch und runter in San Francisco sowieso. Das heißt, wir ersparen uns das und haken die Golden Gate Bridge jetzt hiermit ab. Der Weg hört einfach auf, zumindest der rollstuhlgerechte Weg. Es geht nur die Treppe hoch oder über die Straße, wo kein Weg mehr existiert, oder über die Straße, wo nur noch ein Stück Weg existiert, oder wieder runter, wo wir es gerade hochgeführt haben. Wir entscheiden uns für den Fahrradweg. Lisa nach ihrem ersten Ausflug in San Francisco. David nach seinem ersten Ausflug in San Francisco, take two. Dieses blöde grinsende Gesicht. Kannst dich mal am Arsch lecken. Ja, kann ich machen. Aber erst, wenn du geduscht hast. So, wir sind jetzt heute nach Berkeley gefahren, nachdem wir das erste Mal probiert haben, in San Francisco klarzukommen, aber es ist einfach nur mega ätzend, die Parksituation, überhaupt mit dem Wohnmobil da klarzukommen, weil die Straßen halt mega steil und mega eng sind. Deswegen sind wir jetzt hier heute in Berkeley und zwar gibt es hier ein Adaptive Bicycle Rental. Das heißt, wir können gleich umsonst sogar für den ersten Tag uns ein Handbike ausleihen, beziehungsweise zwei. Und so wird dann der Tag hoffentlich auch noch schön, weil der hat nicht ganz so toll angefangen. Wir haben nämlich auf dem Target Supermarktparkplatz geparkt und übernachtet, nachdem wir im Laden gefragt haben und die gesagt haben, ja, sollte okay sein, weil man hier nicht in einem Auto wohnen darf. War aber okay, dann waren wir frühstücken hier in unserem Auto. Da kam so eine Lady an, wollte uns fotografieren. David ist ausgestiegen, hieß es, mir gehört dieser Parkplatz, Sie dürfen hier nicht stehen. Naja, wir hoffen jetzt nur, dass der nette Target-Mann, der uns das erlaubt hat, jetzt nicht irgendwie Stress bekommt oder seinen Job verliert. So, jetzt sind wir auf der Fahrradtour. Endlich haben wir was zu tun hier, was Spaß macht. Nee, es gibt hier auch vernünftige Fahrradwege. Hoffentlich auch eine Weile. Weil wir wissen eigentlich nicht, wo wir hinfahren oder wo wir hin sollen. Wir folgen einfach jetzt den Weg hier und hoffen, dass wir irgendwo rauskommen, wo es hübsch ist. Oder irgendwo lang kommen, wo es hübsch ist. Wir haben halt Liegeräder, das heißt, dass wir unsere Bikes jetzt nicht verlassen können, weil die Rollstühle mussten wir halt da lassen. Leider. Weil das so schwierig ist, mit dem Bike irgendwo reinzugehen und wir trotzdem was zu trinken kaufen wollten, habe ich einfach mal hier vor so einem Laden gehalten und reingerufen und die haben mir alles hergebracht. Also zum Glück habe ich noch ein bisschen Bargeld, weil ich glaube, mit Karte zahlen wäre es schwierig geworden. Aber geht auch hier. Quasi ein Drive-Thru für Bikes, für Handbikes. Was sieht wie blöd aus. Sexy.
Sexy Helme, aber Safety first, ne? Immer schön mit Helm fahren, beim Skaten und beim Biken. Ja, also anscheinend haben wir tatsächlich eine ganz hübsche Route gefunden. Also zumindest hier ist angenehm eine Temperatur direkt an der Bucht. Man kann den Hafen sehen und Berkeley oder was auch immer, oder Richmond oder Oakland oder was auch immer das da hinten ist. Auf jeden Fall sieht man eine Stadt. Wir fahren jetzt hier lang weiter und gucken mal, was wir noch so Tolles finden. Weg hier bis zum Ende gefahren. Hier geht es jetzt nicht weiter, mit dem Bike ist schwer umzudrehen. Gucken, wie wir mit den Bikes was zu essen bekommen. Also es war erwartungsgemäß schwierig mit dem Handbike was zu essen bekommen, ohne in den Laden zu kommen. Aber es hat jetzt dann geklappt, auch wenn ihr auch sehr verwirrt war und nicht so richtig verstanden hat, warum wir jetzt auf den Rädern sitzen bleiben. Months go by, he had no home, he had no food, he's all alone. I said throw him one shame on you, said for me twice, he went back to New Orleans. To the end, I'll journey to the end. So, das Ende unserer Fahrradtour fast, denn wir müssen die Fahrräder noch zurückbringen. Wir haben jetzt einen schönen Blick wieder auf San Francisco ergattert. Ich glaube, näher kommt man jetzt von der Seite nicht ran, dann müsste man schwimmen. Aber dann wäre es ja kein Handbike. Genau, dann wäre es Handbooten. Ja, oder schwimmen. Jo, deswegen müssen wir jetzt zurückradeln, die machen um 6 zu. Wir wollen unsere Rollstühle zurück. Genau, wir wollen unsere Rollstühle zurück, dann müssen wir die ganze Nacht hier auf den Handbike sitzen. Schon interessant, dass wir heute quasi in Kognito waren, ne? Weil ich glaube, die meisten Leute, denen wir begegnet sind, haben nicht gerafft, dass wir nicht laufen können. Also weder da beim Restaurant, noch als wir gerade hier die Sackgasse hatten. Wir haben einfach nur blöd geguckt. Und da sieht man mal wieder, oder was ist mal wieder, da sieht man mal, wie man quasi als Normalo hier da begegnet wird. Vielleicht ist der Behindibode doch gar nicht so scheiße. Denken Sie bestimmt, guck mal, die können jetzt schon nicht mehr. Nach 500 Metern bei Aquatic Park Pferd wenden. Nach 100 Metern leicht links abbiegen auf San Francisco Bay Trail. BMX Champion! Wie ihr seht, seht ihr nichts. Das liegt daran, dass wir uns hier möglichst unauffällig verhalten wollen und kein Licht anmachen wollen, weil wir finden hier einfach keinen Schlafplatz. Ums Verrecken nicht. Von Vegas durch die Wüste bis nach Santa Rosa war es kein Problem, mit dem RV irgendwie auf Walmart oder Rastplätzen oder
ja, irgendwo zu stehen. Hier rund um San Francisco gibt es nichts. Die wollen dich nicht. Es ist verboten. Es ist verboten, die verjagen dich. Jetzt stehen wir hier in einem Wohngebiet und hoffen einfach, dass keiner von den Anwohnern uns verjagt oder die Polizei kommt oder so. Weil das tatsächlich auch strikt verboten ist, in einem Auto zu wohnen, zu übernachten. Was eine Aufregung mitten in der Nacht hier um 3 Uhr. Ich habe nur auf einmal Geräusche gehört und habe die Sirenen gesehen, oder Blaulicht, was hier eher ein Rotlicht ist. Und bin dann aufgesprungen, weil ich dachte, scheiße, jetzt kommen hier mit schwerem Geschütz, um uns abzuschleppen. Aber tatsächlich sind die einfach nur im Haus hier nebenan mit dem Rettungswagen und der Feuerwehr rein. Keine Ahnung, was da los ist, aber anscheinend hat das gar nichts mit uns zu tun. Also echt totaler Zufall, aber es ist nachts um 3 und das ist so aufregend, dass ich erstmal gar nicht pennen kann. Und jetzt hoffe ich mal, dass sich das hier wieder beruhigt und alles gut ist. Und ich dann noch wenigstens 2-3 Stunden pennen kann, bis wir dann los müssen und unsere Sachen erledigen müssen.